Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns in diesem Video die indirekte Proportionalität nun weiter an und versuchen anhand dieses Motivationsbeispiels aus dem letzten Lernvideo die ersten Definitionen für die indirekte Proportionalität mathematisch gesehen zu formulieren. Ich habe dir nun wiederum zusammengeschrieben, was du bereits können solltest bzw. welche Ziele wir nun gemeinsam haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist, dass du bereits diesen Begriff Zuordnung definieren kannst und auch weißt, wie man jetzt eine Zuordnung von zwei Größen durch eine Vorschrift auch angeben kann. Diese Kenntnis war bereits bei der direkten Proportionalität ganz, ganz wichtig. Denn nur aus dieser Erkenntnis heraus, dass du weißt, was eine Zuordnung ist, konnten wir die direkte Proportionalität auch formulieren. Und ganz wichtig ist natürlich jetzt auch, dass du die Eigenschaften für die direkte Proportionalität kennst. Nicht nur die Eigenschaften, auch die Formeln. Dass du weißt, okay, wann sind zwei Größen miteinander direkt proportional verbunden. Da gibt es gewisse Eigenschaften dafür. Und ganz wichtig ist aber auch, dass du ausgehend von dieser direkten Proportionalität und den Formeln, dass du erkennst, okay, was ist der Proportionalitätsfaktor und grundsätzlich auch erkennst, wann sind zwei Größen miteinander direkt proportional, wenn der Quotient stets konstant ist. Diese Formeln, die haben wir bereits bei der direkten Proportionalität hergeleitet. Bei der indirekten Proportionalität sind wir im letzten Lernvideo stehen geblieben, dass wir das anhand von dem Geschwindigkeitszeitbeispiel uns hergeleitet haben, vor allem auch versucht haben, wörtlich zu erklären, was es bedeutet, indirekt proportionale Größen zu haben. Und nun in unserem Ziel, in diesem Video ist das Ziel, dass wir gemeinsam diesen Begriff der indirekten Proportionalität durch eine mathematische Formel konkret auch erklären können. Dass wir nicht nur uns das wörtlich vorstellen, sondern auch anhand von einer ganz konkreten Formel auch vorstellen können, beziehungsweise auch die verwenden können, um jetzt zwei Größen auf die indirekte Proportionalität zu überprüfen. Und nach diesem Video solltest du auch Bescheid wissen, dass aus diesen Wertepaaren, die wir in ein Koordinatensystem dann eintragen, dass diese verbunden allesamt die Lösungen der Gleichung y ist gleich k durch x sind und damit all diese Wertepaare Punkte auf einer Hyperbel sind, die wir im Koordinatensystem auch darstellen können. Anders als bei der direkten Proportionalität, wo wir eine Gerade als grafische Darstellung hatten, haben wir jetzt eine Hyperbel, eine Kurve, eine krummlinige Kurve, die wir Hyperbel nennen und die wir uns dann im Laufe dieses Videos nun gemeinsam auch anschauen werden. Zu Beginn möchte ich mit dir auch einen kleinen Sprung wieder zurück machen zu unserer Erinnerung, also zu unserem Motivationsbeispiel, das wir gehabt haben, wo wir mit einer konstanten Geschwindigkeit entlang einer Rennstrecke von 100 Meter fahren. Um nach t Sekunden das Ziel zu erreichen, müssen wir eine Geschwindigkeit v fahren. Dort haben wir wiederum diese Zuordnung zwischen der Geschwindigkeit und der Zeit, der vergangenen Zeit. Und da haben wir eine Wertetabelle und auch ein Koordinatensystem gehabt, wo wir diese Punkte auch eingetragen haben. Und wir sehen, dass diese Punkte Teil dieser blauen Linie ist. Und diese Linie, die sich dadurch ergibt, indem wir alle diese Punkte miteinander verbinden, die nennen wir Hyperbel. Und zum Schluss hatten wir auch eine Formel für die Verbindung zwischen der Geschwindigkeit v und der vergangenen Zeit t, die wir so aufgestellt haben, dass v gleich 100 durch t ist. Diese Formel kennen wir bereits aus der Physik. Sie sagt uns nämlich aus, dass die Geschwindigkeit, zurückgelegte Weg, in dem Fall 100, durch die vergangene Zeit t ist. V ist gleich 100 durch t und diese Formel, die zeigt uns jetzt auch den Weg hin zu dieser Definition der indirekten Proportionalität. Zusammengefasst können wir noch einmal sagen, entspricht eine Größe, in diesem Fall v, dem k-fachen, in dem Fall 100-fachen, des Kehrwerts der anderen Größe. Der Kehrwert ist immer der Reziprokwert der ursprünglichen Größe, also 1 durch die Größe. In dem Fall haben wir 1 durch die Zeit, das ist der Kehrwert der Größe,
Zeit und dem K-fachen des Kehrwerts wäre dann 100 mal 1 durch t und das können wir schreiben 100 durch t. Wenn das so ist, also dass die Geschwindigkeit dem 100-fachen des Kehrwerts der Zeit entspricht, so gilt, dass die benötigte Zeit t und die Geschwindigkeit v indirekt proportional zueinander sind. Wir dürfen nicht vergessen, bei der direkten Proportionalität wäre es, dass die eine Größe dem K-fachen der anderen Größe entspricht. Jetzt ist es die eine Größe dem K-fachen des Kehrwerts der anderen Größe, also genau um den Reziprokwert. Genau, und wenn wir jetzt unser Arbeitsblatt zur Hand nehmen, dann haben wir nun folgende Definition auch auf diesem Arbeitsblatt, dass zwei Größen x und y indirekt proportional genau dann zueinander sind, wenn jetzt nicht der Quotient, sondern das Produkt x mal y gleich diesem Faktor k ergibt. Das heißt, x mal y ist gleich k. Und wenn wir das umformen wieder, dann haben wir jetzt y ist gleich k durch x, genau das, was wir oben in dem Motivationsbeispiel hergeleitet haben, dass die eine Größe dem k-fachen des Reziprokwertes, dem Kehrwertes der anderen Größe entspricht. Das heißt, y ist gleich k durch x. Diese beiden Formeln, Gleichungen, die sind jetzt der Ausgangspunkt für die Definition eben der indirekten Proportionalität. Und ganz wichtig ist eben, dass hier nicht der Quotient konstant ist, wie bei der direkten Proportionalität, sondern das Produkt von beiden Größen hier stets einen konstanten Wert liefert. Das heißt, mit indirekt proportionalen Größen, x und y ist das Produkt, x mal y, immer gleich, immer konstant. Bei direkten Proportionalitäten wäre es der Quotient. Und die Lösungen der Gleichung y ist gleich k durch x, das ist eine Gleichung, die wir auch aus dem Motivationsbeispiel schon kennen, die liegen jetzt nicht mehr auf einer Geraden, so wie bei der direkten Proportionalität, sondern die liegen jetzt auf einer sogenannten Hyperbel, auf dieser krummlinigen Linie, die in dieser Grafik in Blau auch dargestellt ist und im Motivationsbeispiel auch, wo wir diese einzelnen Punkte auch eingezeichnet haben. Bei der indirekten Proportionalität kommt immer eine Hyperbel als grafische Veranschaulichung dieser Gleichung y ist gleich k durch x zustande. Bei der direkten Proportionalität wäre es immer eine Gerade, auf der alle Wertepaare liegen. Wenn wir uns jetzt auch diese indirekte Proportionalität hernehmen und anhand von dieser indirekten Proportionalität auch Beispiele lösen, dann stoßen wir auf dieses erste Beispiel am Arbeitsblatt. Diese Definition habe ich dir jetzt nochmals auch hier abgebildet und wir versuchen nun dieses Argumentationsbeispiel am Arbeitsblatt auch gemeinsam zu lösen. Dieses Argumentationsbeispiel ist deswegen auch so wichtig, denn in der gesamten Mathematik sind eben Begründungen und Beweise das Fundament, die Grundlage. Ohne Beweise und Begründungen, ohne Argumentationen können wir jetzt keine Beispiele oder Regeln herleiten. Wir brauchen also ein Fundament und das sind diese Sätze mit ihren Beweisen. Und da haben wir am Übungszettel, am Arbeitsblatt, folgendes Beispiel. Erkläre, warum die Aussage stimmt. Wenn zwei Größen indirekt proportional sind, dann entspricht das V-fache der einen Größe dem 1 durch V-fachen der anderen Größe. Wir versuchen jetzt nun, dieses Beispiel auch mit Hilfe unserer Überlegungen zur indirekten Proportionalität auch zu lösen. Und damit gehen wir wieder von der Definition aus, dass wir sagen, okay, x ist die erste Größe und y ist die zweite Größe. Und wir werden jetzt anhand von der Voraussetzung, die gegeben ist, uns wiederum diese Schlussfolgerung herleiten. Wenn zwei Größen indirekt proportional sind, das sind sie, das heißt, wir wissen wiederum, dass x mal y gleich k ist. Wir wissen, dass sie indirekt proportional sind, also können wir hier diese Gleichung oben verwenden, x mal y ist gleich k. Nun schauen wir uns an, was passiert denn, wenn ich das V-fache der einen Größe und das 1 durch V-fache der anderen Größe miteinander multipliziere. Also wiederum schaue ich, ob sie indirekt proportional sind. Also gilt, ich betrachte jetzt V mal X als erste neue Größe
mal 1 durch v mal y der anderen neuen Größe und versuche das miteinander zu multiplizieren und sehe schnell, dass das v durch v sein müsste mal x mal y und das hier wäre 1, also bleibt hier x mal y übrig und das wäre laut unserer Voraussetzung, weil wir wissen, dass sie indirekt proportional sind, k. Also gilt, dass das V-fache der einen Größe und das 1 durch V-fache der anderen Größe, y, hier wiederum indirekt proportional zueinander sind. Und deswegen können wir grundsätzlich auch bei der indirekten Proportionalität diesen Weg gehen, dass wir auf der einen Seite bei der einen Spalte multiplizieren und bei der anderen Spalte oder Zeile dividieren und auch umgekehrt. Das heißt, die Umkehroperation wird hier immer angewandt, zum Multiplizieren das Dividieren und zum Dividieren das Multiplizieren. Diese Regel, die wir gerade bewiesen haben, gewährleistet uns, dass wir diese Regel auch anwenden können. Multiplizieren, dividieren, dividieren, multiplizieren, denn das V-fache der einen Größe und das 1 zu V-fache der anderen Größe sind auch indirekt proportional zueinander und damit gilt eben diese Regel. Ich habe dir nun auch ein Anwendungsbeispiel mitgebracht, wiederum mit der Definition oben, die wir auch hier brauchen werden. Und zwar, für die Renovierung eures Nachbarhauses sind 360 Stunden an Arbeitszeit notwendig, die ein Arbeiter durchführen kann. Ein Arbeiter würde für die Renovierung eures Nachbarhauses 360 Stunden an Arbeitszeit aufwenden. Die Firma kann aber maximal 24 Arbeiter einsetzen, denn mehr kann sie für diesen Hausbau, für die Hausrenovierung nicht hergeben, denn sie hat ja auch andere Baustellen. Und jetzt haben wir auch eine Tabelle gegeben, die Anzahl der Arbeiter x und die Tage y, die diese Arbeiter für die Renovierung des Hauses brauchen. Ein Arbeiter braucht 360 Tage und 24 Arbeiter, die maximal eingesetzt werden können, brauchen 15 Tage. Die Zahlen sind hier bereits gegeben in dieser Wertetabelle. Und unsere Aufgabe ist es nun, oder auch deine Aufgabe, dass du diese Tabelle ergänzt und die Fragestellung auch beantwortest, wie viele Arbeiter sind nötig, um in 2 Tagen fertig zu sein. Ihr habt ein bisschen Stress, ihr wollt in 2 Tagen fertig sein. Wie viele Arbeiter brauchen wir, um in 2 Tagen fertig zu sein? Und kann das von der Firma auch bewältigt werden, ja oder nein? Wenn wir jetzt diese Tabelle nun ergänzen, dann müssen wir immer darauf schauen, ob hier eine indirekte oder eine direkte Proportionalität vorliegt. Das wäre der erste Schritt und dann sollen wir dieses Beispiel lösen. Du kannst dieses Video nun hierzu stoppen, um selbstständig an diesem Beispiel auch zu arbeiten. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Wenn wir jetzt diese Tabelle ergänzen wollen, dann müssen wir hier immer die umgekehrte Rechenoperation anwenden, zum Multiplizieren des Dividieren und zum Dividieren des Multiplizieren. Wenn wir hier mit 5 multiplizieren, dann müssen wir auch hier durch 5 dividieren. Wenn wir 360 durch 5 dividieren, dann bekommen wir 72. 72 Tage würden für 5 Arbeiter hier aufgewandt werden müssen. Wenn wir hier mit 10 multiplizieren, dann müssten wir hier durch 10 dividieren und dann bekommen wir nur 36 Arbeitstage für diese Arbeiter. Wir sehen also, wir müssen multiplizieren, auf der anderen Seite dividieren. Und wenn wir hier mit 9 multiplizieren, dann müssen wir auch hier durch 9 dividieren. 360 durch 9 ergibt dann insgesamt 40 Arbeitstage, die 9 Arbeiter aufwenden müssen. Nun ist die Fragestellung, wie viele Arbeiter sind nötig, um in 2 Tagen hier fertig zu sein. Und hier machen wir denselben Trick. Wir gehen von 360 aus, oder wir können auch von 36 auch ausgehen, denn wenn wir 36 Tage hier haben, dann müssen wir, um in 2 Tagen fertig zu sein,
durch 18 dividieren. Das heißt, wenn wir jetzt 36 durch 18 nehmen, dann haben wir 2 Tage. Daraus folgt aber, dass wir hier bei 10 Arbeitern hier nicht mit durch 18, sondern mit 18 multiplizieren müssen. Das heißt, wir haben hier 10 mal 18 und brauchen dann insgesamt 180 Arbeiter, um in 2 Tagen fertig zu sein. Also wiederum dividieren und multiplizieren als Gegenoperation anwenden, weil es hier um eine indirekte Proportionalität geht. Denn je mehr Arbeit ich habe, desto weniger Zeit brauche ich dafür. Wenn ich beispielsweise 2 Arbeiter habe, die sich gegenseitig nicht im Weg stehen, die unabhängig voneinander arbeiten, dann brauche ich nur statt 360 180 Stunden, also genau die Hälfte. Und das wird so weitergeführt, also handelt es sich um eine indirekte Proportionalität. Aber diese 180 Arbeiter, die ich hier herausbekomme, die sind grundsätzlich von der Firma nicht möglich einzusetzen, denn die Firma hat maximal 24 Arbeiter, also kann hier diese Baustelle nicht in 2 Tagen fertiggestellt werden. Aber wir sehen, anhand von der indirekten Proportionalität können wir dieses Beispiel sehr einfach lösen. In unserem nächsten Lernvideo werden wir uns mit einigen Beispielen auseinandersetzen, wo die indirekte Proportionalität vorkommt und wo wir vor allem die Formel für die indirekte Proportionalität auch anwenden müssen, für Beispiele aus dem Alltag, aber auch Beispiele, in denen mathematische Größen vorkommen. Ich freue mich darauf, bis bald!